Und es geht für mich direkt weiter. Für euch gab es ein paar Tage dazwischen. Was habt ihr gemacht? Star Citizen, Zero to Hero ist wieder am Start. Ich versuche immer noch, Steine einzusammeln, was nicht so wirklich klappt, weil der Server hier absoluter Abfall ist. So, hi. Na, wie geht's? Willkommen zurück zu dem Projekt Zero to Hero hier auf meinem Kanale. Danke, dass du eingeschaltet hast und wenn du auch so gerne einfach nur rumstehst und absolut gar nichts machst, dann sag mir das doch mal. Dann freue ich mich doch, so wie du dich freust, wenn du so wie ich mit deinem Extraction-Ding 3 Stunden lang einfach nur rumstehst. Oh, so, guck mal. Bis hier hinten sind welche geflogen. Die sammeln wir jetzt erstmal ein. Vielleicht haben sich dann die anderen da hinten wieder beruhigt bis dahin und ich kann sie einsammeln. Das wäre nämlich mal ein Träumchen, wenn hier mal irgendwas funktionieren würde, weil ich habe jetzt auch 3 Minuten während der Aufnahmepause auch einfach nur drauf rumgedrückt und es ist nichts passiert. Und das kotzt mich ein bisschen an, muss ich sagen. Ja, hier passiert auch nichts mehr. Ich glaube, der Server hat es hinter sich. Ich glaube, das ist das, was passiert. Dass der Server jetzt gleich abstürzt und wir einfach wieder 1 Stunde unserer Lebenszeit weggeworfen haben. Weil hier ist... Was früher geholfen hat. Früher hat geholfen, wegzufahren und wieder hinzufahren. Mal gucken, ob das immer noch so ein Ding ist. Früher hat es wirklich geholfen, einfach mal wegzufahren und wieder hinzufahren. Dass die Dinger aus dem Shader raus waren, also hier aus der HUD raus waren und dann ist man wieder hingefahren und dann konnte man die einsammeln. Mal gucken, ob das immer noch so ein Ding ist. Wenn ja, haben wir ja zumindest den Workaround dafür. Nö. Das ist wohl kein Ding. Weil, ganz ehrlich, ja, ich würde das Geld hier gerne haben, aber wenn ich hier einfach jetzt nur rumstehe und gar nichts mache, weil nichts funktioniert, dann ist auch scheiße. Ja, er wirft die Steine halt durch die Gegend, das macht er. Die er einsammelt, wirft er so ein bisschen durch die Gegend. Naja, okay, er macht wieder ein bisschen. Der Server hat es halt komplett hinter sich. Ich weiß auch nicht, warum nicht einmal am Tag die Server neu gestartet werden. Das machen doch alle MMOs, oder? Oder? Machen nicht alle MMOs so ein einmal am Tag resetten wir? Ich glaube, das ist wieder so dieses edgy, wir sind was Besonderes bei CIG und wir brauchen das nicht, aber ihr bräuchtet das am meisten von allen anderen. Also wirklich am meisten bräuchte CIG das, weil das ist... Die Lags kommen ja nicht von ungefähr. Und ja, die Persistence ist was Tolles und so, aber die funktioniert anscheinend ja nicht. Also, persistent ist A erstmal gar nichts, weil das schon alleine nicht funktioniert. Und dann kommt noch dazu, dass dadurch, dass die Persistenz drin sein soll, halt alles laggt. Trotzdem. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Das wäre es jetzt gewesen. Und trotzdem lasse ich keinen Stein zurück, egal wie lang es dauert. Ich glaube eh, dass ich nach dem Cluster losfliege und verkaufe. Weil ich echt ein bisschen Angst habe, dass der Server hier die absolute Grätsche macht. Und dass dann alles, was wir jetzt gemacht haben, A, weg ist und B, möchte ich sagen können, der Rock ist abbezahlt. Ja. Das ist etwas, was ich ganz, ganz, ganz dolle sagen möchte. Der Rock ist abbezahlt.
Okay. Das wäre mein Traum im Moment. Das sagen zu können, der Rock ist abbezahlt. Aber jetzt läuft er gerade wieder flüssig wie Sau. Also manchmal... Also flüssig wie Sau. In Anführungszeichen. Er läuft. Er läuft halt. Och, jetzt kommt der Odin zu mir. Weil ich die ganze Zeit am Meckern bin, kommt der Odin zu mir und legt sein Köpfchen auf mein Bein. So ein lieber Hund. So, die wollen auch nicht mehr. Perfekt, weiter geht's. Wie gesagt, den Cluster hier, kostet es was wolle, den möchte ich mitnehmen. Boah, hell. Den möchte ich mitnehmen. Weil das sind auch nochmal 50, dann haben wir 1000 Steine. Ungefähr, ich weiß nicht, ich habe vergessen, was ein Stein wert war. Ich glaube so 300 oder sowas. Oder 200. Um die 200 war, glaube ich, ein Stein wert. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich hab die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich hatte die Zahlen wirklich mal alle im Kopf, weil ich nichts anderes gemacht habe als sowas hier. Aber ich bin lange, lange, lange vom Mining ein bisschen weggegangen, weil ich so traurig war, dass eben dieses Hauling und so nicht ging, was ich jetzt beim letzten Mal ja schon erklärt hatte. Und da war ich so traurig und deswegen habe ich lange kein Mining mehr so richtig betrieben. Immer mal so ein bisschen, ja, aber nicht, dass ich wüsste, was alles wert ist. Also ich wusste, bis vor dem Patch 3.19 war Quantanium refined bei 88 pro Unit und sowas. Also sowas weiß man natürlich noch, aber nicht mehr. Ich wüsste jetzt keine anderen Preise. Ich weiß, dass Gold jetzt mit 3.19 wohl relativ teuer geworden ist und Diamond auch. Aber ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt voll drin bin in dem Game. Werde ich aber wieder sein, sobald man haulen kann, bin ich ja sowas von voll im Gameplay-Loop wieder drin. Bis dahin müssen wir halt mal gucken. Ich denke, bis dahin wird Salvaging mein Ding sein. Ich finde Salvaging mit wirklich den besten Loop, den es derzeit gibt. Also auch generell die beste Spielmechanik. Und da freue ich mich auf Munching zum Beispiel, was ja dann kommen wird. Da freue ich mich extremst drauf, wenn das dann draußen ist. Ah, jetzt wollen die wieder nicht. Jetzt hatten wir wieder mal so 5 Brocken, die wir einsammeln konnten, als ob irgendwie einer hier auf dem Server ist und Blödsinn macht. Ach, dann machen wir wieder. Mit der Maus hoch und runter gehen ist halt auch fürchterlich, ne? Deswegen will ich das Ding anschließen. Wieso geht's hoch? Obwohl ich nur bei... Okay, weiter runter. Komm, wir machen mal hier ein bisschen zarter. Ein, 21 stimmt nicht, oder? Ne, ich glaube 21 stimmt wieder nicht. 21 SCU stimmt wieder nicht. Wir sind auf jeden Fall schon, haben auf jeden Fall schon mehr, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben schon mehr. 21 stimmt nicht. Und selbst wenn, 21 ist ja auch schon gut. Ja. Da ist ein bisschen viel hier gerade.
So. Ne. Das Einsammeln hat er echt, also das ist fürchterlich. 22, doch, anscheinend stimmt's. Ich dachte, es wäre schon mehr. Ich dachte, wir hätten schon mehr. Ja, er zählt auch nicht hoch, doch. 22,6, 22,7, doch, er zählt hoch. 23. Ich hoffe, hier zieht er alles von links und rechts. Also. Ich dachte, wir wären schon bei 30 SCU oder so gewesen. Ich dachte wirklich, wir wären schon bei 30 gewesen. Dann ist das ja diesmal gar nicht so geil. Also, dann war das gar nicht so ein großer Cluster. Wie ich anfangs dachte. So, die noch. Dann sind wir also 30, 35 oder sowas haben wir. Dann am Ende. Ah, ich hätte gedacht, das wäre jetzt genauso viel gewesen wie der andere. Kurz stehen bleiben. Das hier sind zwei oder drei SCU, die jetzt hier noch auf dem Boden liegen gefühlt. Und er sammelt natürlich nichts ein. Wisst ihr, warum ich zurückfliegen will und verkaufen will? Das ist doch nicht normal hier, oder? Das ist doch nicht normal, ey. Wir wären schon dreimal durch hier mit der Kacke. Leck mich einfach am Bobbis, ohne Witz. Vor allem, warum funktioniert das hier, aber das Einsammeln nicht? Das verstehe ich nicht. Wieso funktioniert das Belasern des Steines so gut? In Anführungszeichen gut? Klar, es leckt ein bisschen so. Ja, jetzt zum Beispiel gerade ein Riesenleck. Aber wieso geht das Einsammeln nicht? Was ist am Einsammeln so schwer? Was ist am Einsammeln so schwer, was am Laser nicht so schwer ist? Keine Ahnung, mit wie viel Energie ich gerade drin bin. Der letzte Stein. Dann bin ich hier durch und dann muss ich es nur noch einsammeln und dann fliegen wir zurück, verkaufen und hoffen einfach aufs Beste.
mal, der explodiert auch nicht. Ach, der Server ist... Der ist hinüber. Wir müssen einfach nur drauf hoffen, dass er zwischendurch einlädt. Das ist alles. Zwischendurch hoffen, dass er einlädt. Jetzt sind wir auf einmal bei 40 SCU. Oh Gott! Eieieiei. Das Spiel macht es echt einem sehr, sehr schwer, es lieb zu haben. Aber... Es hätte mich auch verwundert, dass der Cluster sah halt genauso groß aus oder fast sogar größer als der andere. Es hätte mich echt gewundert, wenn der jetzt nur 30 SCU gehabt hätte. Ich meine, klar, es kann ja immer passieren, dass in den Steinen dann 60% Innert in allen drin ist. Ja, das kann passieren. Aber das wäre schon hart krass gewesen, wenn das wirklich in allen Steinen so gewesen wäre. Jetzt haben wir wieder nur 28 SCU. Okay. Ich frag nicht, was der Server hier gerade denkt, wo wir sind. Vielleicht denkt er auch, wir sind irgendwo auf Microtech. Ich habe keine Ahnung. Komm, das sind die letzten, bitte. Bitte. Oh, so, wir haben 30 SCU. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Wir wissen es nicht. Wir sehen es gleich, wenn wir im Schiff sind. Wenn wir ins Schiff kommen. Oh oh. Ich möchte nicht drüber reden, okay? Ich möchte nicht drüber reden. Ich weiß nicht, warum das Spiel mich heute so sehr hasst. Ich weiß es nicht. Schon gestern Abend hat es schon angefangen mit dem Hass gegenüber mir. Irgendwo hier ging doch jetzt so eine... So. Also viel mehr aufsetzen können wir jetzt nicht mit der Platte. Zack. Und runter. Also mehr auf dem Boden können wir nicht. Mehr geht jetzt nicht, ja? Wäre schön, wenn du jetzt machst, was du sollst. So. Boah, Alter, was ist das denn hier wieder? So. Aus die Maus. Aus die Maus und umladen. Los. Wichtig. Umladen. Nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Geht das nicht, weil der aus ist? Oder geht das nicht, weil der Server kaputt ist? Oder dass der Rock kaputt ist?
Kann das sein, dass der Rock kaputt ist? Systems activating. Systems on. So. Ich steige jetzt einfach aus, während er an ist, und ich hoffe ganz inständig, dass man da jetzt dran. Platzt gleich auseinander. Das mache ich gleich. Das passiert gleich. Gleich platze ich. Gleich hat CIG mal wieder geschafft, dass meine Laune so dermaßen im Keller ist. Gleich haben sie es wieder mal geschafft. Wirklich. Gleich ist es wieder mal soweit. Kann doch wirklich nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, dass das Spiel mal länger als 3 Tage funktioniert. Also es ist echt einfach nur ein absolutes Trauerspiel und jeder Trottel wie ich, der Geld in dieses Spiel investiert, hat einfach einen Schuss nicht gehört. Das ist das Einzige. Mein Gott, ey. Kann doch wirklich nicht so schwer sein, dass das Spiel mal länger als ein Tag läuft. Oh, sorry. Nur 2 Kilometer. Man muss nur 2 Kilometer in die Luft. Das ist ja krass. Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit hier die Scheiße an? Mal aus jetzt. Achso, weil ich gucken wollte, ob der Server spinnt oder nicht. Ja, ich erinnere mich. Hätte ich eigentlich. Muss man eigentlich gar nicht gucken, das hat man ja gesehen. Ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie großen Unterschied gemacht hat, ob ich jetzt das da eingeblendet hatte oder nicht, ne? So. Der Billy in seiner Caddy. So, wir landen jetzt und dann verkaufen wir. Wir haben schon wieder Feuerwerk. Wir haben hier immer Feuerwerk. Immer wenn wir hier sind, haben wir Feuerwerk. Ich verspreche euch, das ist nicht derselbe Server von gestern. Nicht, dass das jetzt einer denkt. Oh, hier sind aber viele Schiffe. Eieiei. Hier los. Ist ja alles voll. Please proceed to sign landing bay. Wie ist wo? Landing gear deployed. So. Okay, ich bin gerade nirgendwo gegen geflogen. Ihr habt es ja gesehen. Ich bin nirgendwo gegen geflogen und trotzdem ist mein Flügel gerade rot geworden. Also nicht mein Flügel, sondern mein Triebwerk hier, mein linkes, ist gerade rot geworden. Also ich bin angeblich irgendwo gegen geflogen. So. Das ist hier. Das ist gerade fürchterlich. Das ist gerade das Schlimmste, was passieren kann. Ist gerade eingetreten. Aber warte mal, wir gucken noch mal ganz kurz, ob hier irgendwo ein Open-Knopf ist. Power. Gerade alles einmal geöffnet und geschlossen und geöffnet und geschlossen und geöffnet und geschlossen. Nö.
Ich hoffe ganz, ganz, ganz dolle, dass ich auf den Rock zugreifen kann. Das ist gerade alles, was ich hoffe, dass ich auf den Rock zugreifen kann. Nicht, dass der Rock kaputt ist. Also auf das Inventar vom Rock, dass ich da drauf zugreifen kann. Das hoffe ich gerade ganz, ganz, ganz inständig. Ansonsten wird das eine kurze Folge, das kann ich euch sagen, weil meine Laune ist eh schon im Keller und die wird nicht besser dadurch, dass der Server hier so richtiger Bullshit ist. Und wenn ich jetzt quasi verliere, was in meinem Rock drin ist, dann... Ich lasse den extra gerade, also ich, das habe ich gerade extra gemacht, ne? Ich habe den extra nicht eingeparkt, weil ich Angst habe, dass wenn ich ihn einparke, dass alles verloren ist. Deswegen, Alter, hier ist ja alles im Arsch. Das ist so fürchterlich, wirklich, es ist so fürchterlich. Free Fly Reeks sind... So kriegen die doch auch keinen neuen Spieler. Das funktioniert doch nicht. Wer will... Oh, ich kann auf ihn zugreifen. Oh, Gott sei Dank. So, das sind sechs. Oh, Gott sei Dank. Das sind schon mal 86.000. 446, ja, das ist so viel wie gestern. 70.000. War der zweite Cluster. Und der erste Cluster war ein bisschen mehr. Und das sind 84.000. Also 85, 70. Mit dem... Was wir jetzt hier gemacht haben, hätten wir den Rock quasi schon bezahlt gehabt. So, gestern hatten wir auch 130. Jetzt sind wir bei 280.000 durch den Rock. Also der Rock ist sein Geld wert tatsächlich. Wenn Mining funktioniert, und das werde ich nochmal testen. Das werde ich dann nochmal testen, wenn... Alter. Das sind alles Bedienungen, ja. Oh Mann. Ich finde es ja cool, dass mehr NPCs jetzt hier sitzen und so, aber die sind halt alle völlig kaputt. Vanguard Force. Geil. Vanguard Force. Space Race, Vanguard Force. Also das sind die ganzen Spiele, die tatsächlich schon in einem Browser-Game drin waren. Ja, wenn es denn funktioniert, ne? Wenn es denn funktioniert, dann werde ich definitiv nochmal Mining betreiben. Aber so definitiv nicht. So gerade definitiv nicht. Das ist der einzige NPC, der sich bewegt und der rennt gegen eine Tür. Cool. Ich meine, die neue Pose ist cool, ja. Aber es bringt ja nichts, wenn nichts funktioniert. Man kann nicht mal Wasser kaufen. Sehe ich das gerade richtig? Oh, Gott sei Dank. Oh, ich will nicht verdursten. So. Jetzt sehen wir mal, wie im Bob ist der Server ist. Wenn man trinkt, sieht man das immer relativ gut, wenn das ganz, ganz oft nach oben geht und es geht die ganze Zeit nach oben. Könnte tatsächlich schlimmer sein. Also ich habe schon Schlimmeres tatsächlich gehabt, aber... Das ist schon ein gutes Level. Von der Server laggt. Habt ihr was zu essen hier? Nur so ein Smoothie. Ich will keinen Smoothie, ich will was zu essen. Dann hole ich mir hier unten irgendwo einen Hotdog oder so. Gibt's hier Hotdogs? Pizza? Hotdog, ja. Sehr gut. Seht ihr das? Ich mach die Maus hier drauf und ich kann jetzt hier hinten Getränke kaufen. Boah, es ist echt so kaputt. Es ist so kaputt. Ja gut, man kann einen Hotdog essen, der einem nichts bringt. Ich weiß, dass die jetzt nicht so vitaminreich sind, aber trotzdem würde ich gerne mein Essen damit irgendwie hochkriegen. Ah, danke. Noch einen. Ja gut, dann hauen wir uns noch ein Double hinterher. Hä? Ein Double, der sich anhört wie ein Apfel. So. Entschuldigung, ich bin gerade in Meckerlaune, wirklich.
bin gerade in Meckerlaune, wenn ich den Scheiß hier schon wieder sehe, dass hier einfach gar nichts funktioniert. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, warum. Weißt du, es gibt ja so Leute, die kommen nur zur Freeflight, weil die zu geizig sind, 50 Euro auszugeben. Also erstmal, ja, ganz, ganz wichtig. Entweder bezahlst Geld, weil du das Spiel spielen willst oder nicht. Weil das sind nämlich die Leute, die immer und immer und immer und immer nur am Nörgeln hier im Global sind. Durchgängig. Das sind die Leute, die so, ich hab das Spiel das letzte Mal vor... Siehst absolut gar nichts. Nur das. Naja. Ich habe das Spiel das letzte Mal vor 4 Jahren gespielt. So, ja. Und da war es schon scheiße. Und seitdem ist ja nichts Neues dazugekommen. Das sind die Leute. Und das siehst du immer in Freeflight. Siehst du das so häufig. Diese Kommentare, dieses, ich habe das Spiel das letzte Mal vor so und so lange gespielt. Also entweder du kaufst es dir oder du spielst es halt nicht so Freefly, weil da funktioniert es halt nicht. Ah, da krieg ich Anfälle, krieg ich da. So, wir haben nichts. Wir haben nichts und ich möchte gerade keine Bounties oder sowas machen. Ich möchte hier Nähe Arkorb bleiben, weil ich möchte sehr, sehr gerne, wie gesagt, mir noch die Vulture leihen. Dann machen wir jetzt einfach eine kürzere Folge hier draus. Oder wir machen keine kürzere Folge. Vielleicht, ja, vielleicht wird das jetzt hier... Pass auf, wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt so. Erstmal, ich habe das beim letzten Mal voll vergessen, dass wir ja eigentlich hier im Schlafzimmer ausloggen. Wir machen das jetzt so, dass ich sage, wenn ich dran denke, dass diese Folge hier eine halbe Stunde schon gegangen ist, dass ich noch mal eine halbe Stunde dann mit der Vulture schon mal losfliege. Nächste Woche. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja, ne? Ihr wisst das. Ihr seid schlau genug. Deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle eventuell vielen, vielen Dank fürs Einschalten, abonnieren, kommentieren und so weiter nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht sage ich das auch später in einer halben Stunde noch mal, weil ich jetzt wieder sage, hey, da bin ich ja schon wieder oder irgend sowas. Also, haut rein, bis dann, ciao, ciao. Und da bin ich zurück. Ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe quasi dran gedacht, als ich im Schnitt war und mich gewundert habe, warum geht denn diese Folge nur 30 Minuten? Aber, ja, da bin ich wieder zurück. cool, ne? Hab ich natürlich, ich wusste natürlich, dass ich was vergessen habe. Klar wusste ich das. Und deswegen geht's jetzt direkt natürlich auch, ihr wisst schon. So, also, wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt nach Arkorb runter, wir leihen uns eine Vulture. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wann wir eine Vulture bekommen können. Als allererstes müssen wir nach Wochen und Monaten gefühlt mal wieder unsere Cutter auspacken. Unser kleines, süßes Baby. Und dann müssen wir, ganz, ganz wichtig, einmal hier Request Delivery drücken, was wieder wundervoll funktioniert. Das ist der vorletzte Tag der Invictus. Da funktioniert nämlich alles einfach nur extremst gut. Ich möchte es einfach mal sagen, wie es ist. Hier läuft einfach alles so, wie es soll. Ich muss schon wieder niesen, Moment. Eieiei, das waren erstmal 200 Nieser hintereinander. Ja, das klappt auf jeden Fall. Das klappt auf jeden Fall hervorragend hier. Ja, geil. Ich möchte nur nochmal gesagt haben, das hier ist der letzte Tag, wo wir das hier wirklich machen können. Wo ich wirklich mir eine Vulture claimen kann. Morgen ging es auch noch, aber morgen bin ich nicht da. Ach ja, die geht oder was? Ach, guck mal, die Cutter ging jetzt auch. Oder ging jetzt die Cutter und die Vulture? Hä, ich verstehe gar nichts mehr. Aber anscheinend hat es funktioniert. Ja, dann warten wir mal die 4 Sekunden noch. Dann fliegen wir runter, holen uns die Vulture und hoffentlich funktioniert irgendwas. Wie gesagt, es ist der letzte volle Tag, sage ich jetzt einfach mal. Also heute ist der 29., glaube ich. Und dementsprechend sind natürlich alle jetzt nochmal drauf und dran und wollen sich noch Sachen ausleihen und keine Ahnung was. Ja, das ist ja gut und schön, aber ihr macht mein Projekt kaputt, Leute.
Könnt ihr denn einfach mal aufhören, das Spiel zu spielen? Das ist ja fürchterlich. So. Zack, Hangar 2. Wir fliegen runter, leihen uns die Vulture, leihen uns vielleicht auch noch ein paar andere Schiffe. Weil morgen mache ich auf jeden Fall dann auch schon wieder Aufnahmen fertig. Und wir können uns ja jetzt gerade alle Schiffe leihen. Die Invictus hat uns monetär echt ganz schön weit nach vorne gebracht. Und jetzt müsst ihr halt auch bedenken, ne? Wir sind halt hier in der Cutter. Die Cutter hat jetzt nicht die Gunpower von der Redeemer, ja? Die Cutter hat nicht das Ladefassungsvermögen von der Valkyrie und so weiter und so fort. Und ja, es heißt Zero to Hero, wir wollen von so einem kleinen Schiff hoch. Aber wenn diese Messen sind, zeigt das auch, wie gut es einfach ist, wenn ihr wirklich so spielemäßig auch dabei bleibt. Auch wenn alles blöd läuft. Also sind wir mal ehrlich, hier läuft quasi nichts flüssig, ja. Aber trotzdem ist das ja auch ein guter Anreiz zu sagen, hey, ja, auch wenn es jetzt nicht gerade ultimativ super läuft, haben wir die Möglichkeit, als Zero uns Hero Sachen zu leihen, ja. Das ist ja vielleicht auch mal eine interessante und wichtige Tatsache, die wir uns stellen müssen. Denn man muss ja nicht auf Gedeih und Verderb sagen, ja, ich mach jetzt wirklich nur mit der Cutter oder ich mach nur mit meinem Starterschiff. Das ist ja Käse. Damit macht man sich ja das Spiel madig, weil man kann sich nicht die ganze Zeit neue Schiffe leisten, man kann sich nicht alles mieten die ganze Zeit. Also die Cutlass Black kostet 40.000 oder sowas pro Tag. Das ist richtig viel Geld. Und das will man nicht. Und dafür hat man jetzt halt hier dieses wundervolle Ding einfach. Diese Invictus oder die IAE und, wo man eben genau das machen kann. Und sein Projekt, und jetzt in diesem Fall halt mein Projekt, extremst weit nach vorne pusht. Ja, das Ganze ist wirklich extremst nach vorne gepusht worden, nur durch die Invictus. Und das ist gut, weil schaut mal auf unseren Geldbeutel. Wir haben 1,4 Millionen. Das ist geil. Ja, das sind, keine Ahnung, keine 10% von dem, was wir brauchen wahrscheinlich. 10% sind 3 Millionen, oder? Ja. Also wir haben 5% von der 890 Jump. 5% hört sich wenig an, ist auch wenig. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und wir können jetzt halt nach der Invictus dann immer noch sagen, okay, wollen wir jetzt doch uns die Freelancer holen oder in welche Wege bewegen wir uns. Ja, das können wir dann nach der Invictus immer noch klären. Zu Alien Week haben wir dann auch nochmal gut Gunpower, die wir mitnehmen können. Es gibt noch kein Ladeschiff, aber wir haben Gunpower, wir können uns die Blade, die Talon und so weiter, können wir uns dann wahrscheinlich alles nochmal mieten. Und deswegen, also da haben wir dann auch wieder, da haben wir dann auch wieder ein, ein Dingeling. So, ist das hier der? Flugzeugfriedhof, wollte ich schon fast sagen. Sieht fast so aus, ne? Hier, guck mal, eine Cutter. So. Und jetzt leihen wir uns die Vulture und gehen direkt hoch. Und machen. Also das hier, das Ende von dieser Folge wird dann quasi der Anfang von der nächsten und dann passt das auch schon. Ich glaube, ich will jetzt nicht Gott weiß wie viel verdienen mit dem Salvaging hier. Könnten wir, ganz klar, wir könnten eine Menge jetzt damit hier verdienen, aber will ich nicht. So. Das hier müsste unser Ding hier sein. Mal schnell auf Joysticks wechseln. Mit denen kann ich dann doch noch ein bisschen besser parken. So. Landing complete.
So. Dann einmal zumachen. Wir gehen immer auf Nummer sicher, besonders bei unserem Babychen hier. Zack. Jetzt holen wir uns die Vulture. Vielleicht noch die Corsair. Mit der können wir nämlich ordentlich Wumms machen. Mit der können wir ordentlich, ja, das ist eine gute Idee. Mit der können wir ordentlich, haben wir einen ordentlichen Wumms. Also ich muss wirklich sagen, ich habe die Corsair jetzt ein bisschen Probe geflogen und ich glaube, die Corsair könnte mein neuer Daily Driver werden. Die hat so viel Wumms, die hat 4 Size 4, kann auf 4 Size 5 gehen und 2 Size 3 kann auf 2 Size 4 gehen. Also mehr Bums kannst du eigentlich nicht mitnehmen. Und was die auch noch hat, ist ein Laderaum für einen Rock oder für einen Ursa Rover oder für den Lynx jetzt, der halt rausgekommen ist, oder für eine, wenn man Bock da drauf hat, für eine Fury. Deswegen, ich glaube tatsächlich, ich werde mir eine Corsair als Daily Driver zulegen. Die hat definitiv mehr Bums, als die Valkyrie das hat. Auch ich liebe die Valkyrie, das wisst ihr alle. Also jeder, der meine Videos guckt, weiß ganz genau, wie sehr ich die Valkyrie liebe. Aber die Corsair hat einfach so viel mehr Feuerkraft. Das ist nicht mehr schön. So, das hier ist mein Lieblingsbedienfeld. So, also wir machen einmal, holen wir uns die hier. So. Man kann leider nur 2 Tage einstellen und dann holen wir uns... Ach, guck mal, hier kann man sich jetzt alles sogar holen. Dann holen wir uns die Vulture. Die holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Und dann gehen wir jetzt mal hier ein bisschen weiter runter und gucken einfach mal. Vielleicht... Ich glaube, sogar der A2 ist da, die Star Runner ist da. Aber... Redeemer, Retaliator, Saber, alle Vanguards, die Arrows, also es ist gerade alles da natürlich. Ist ja logisch, aber ich habe mir gedacht, vielleicht holen wir uns zum Testen mal die Freelancer. Ja, wir müssten uns die Miss holen. Komm, wir holen uns einmal die Freelancer Miss. Wir würden uns dann die normale Freelancer holen. Gunpower-mäßig sind die auf dem gleichen Level. Aber das hier ist halt die mit mehr Raketen jetzt. Aber das ist nicht schlimm. Raketen verschieße ich jetzt hier eh nicht so viele. Die Raketen sind leider noch ein bisschen sehr verbuggt. Ich werde ja bei mir jetzt bei meinem Main-Account sehr, sehr, sehr viel noch umbauen an dem letzten Tag der Invictus. Da wird noch sehr, sehr viel passieren. Und deswegen gucken wir mal. So, jetzt einmal die Vulture delivern lassen und das klappt auch bitte. Perfekt, das klappt, sehr gut. Ja, wie gesagt, Corsair und so weiter, die mache ich dann oben. Und ich glaube, ich nehme vielleicht heute dann doch noch ein bisschen mehr auf. Eigentlich wollte ich heute gar nicht mehr so viel aufnehmen, aber jetzt muss ich auf jeden Fall danach noch mindestens mal eine Folge mit Savaging machen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Wir fliegen ja jetzt quasi hoch. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch einmal danach, denke ich, eine Folge mit Savaging machen. Einfach damit wir auch mal so ein bisschen sehen können, was das denn wirklich bringt, so eine komplette Stunde mit Savaging zu machen. Ich denke, ich mache das jetzt auch genau so. Wir fliegen einmal an die Stelle, wo wir das Ganze machen. Und dann... Oh, ich habe einen Tractor Beam, aber habe ich da ein Multitool drin? Nein. Dings drin. Ah, guck mal, ich habe hier... So... So, True Hold Tractor Beam haben wir gerade reingemacht. Und sonst haben wir hier nichts, was wir brauchen. Und ich flieg dann jetzt quasi hoch und dann beenden wir die Folge und dann machen wir eine komplette
Folge mit Salvaging hier. Irgendwie so in diesem Bereich. Ich glaube, das bietet sich ganz gut an. Aber erstmal jetzt hier rauskommen, ohne zu explodieren. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Nicht zu explodieren ist ja im Moment schon eine Kunst, sag ich mal. So. Dann wollen wir doch mal direkt die Taste U drücken. Sehr gut, hat funktioniert. Oh, das war falsch. Entschuldigung. So. Und dann machen wir jetzt ein bisschen hier Vulture-Action, weil ich denke mal, in einer Stunde kriegen wir locker auch nochmal 100.000 zusammen. Und das würde ich gerne machen. Das würde ich gerne einmal machen. Und das machen wir auch wie folgt. Und zwar gehen wir auf Missionen. Dann gehen wir auf die Savage-Mission, weil wir haben hier einfach mal Location. Sehr gut. Location. Sehr gut. Das ist sehr gut, dass du mir sagst... Ah, okay, jetzt. Ich muss jetzt einmal gucken, wo wir sind. Das ist wichtig. AGL1 und AGL2. AGL1 und AGL2. Priority. Ist Jumptown aktiv? What the fuck? Okay. Ja gut. Ja, Service Beacon hätten wir auch, aber ist egal. Also AGL1, AGL2 ist hier beides nicht. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Dann machen wir nämlich Folgendes. Dann machen wir einfach mal so, bam. Machen so und fliegen darüber. Zack. Einmal aus der Atmosphäre rausboosten. Weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann suchen wir uns einfach was. Dann ist es auch günstiger. Dann müssen wir die Mission nicht annehmen. Dann ist es günstiger. Und mir ist egal. Mir soll es recht sein. Ganz ehrlich. Mir soll das komplett recht sein. Denn, ja, es sind nur 1000 oder 5000, die wir an Fee zahlen müssen. Aber es sind 1000 oder 5000, die wir an Fee zahlen müssen. Und das ist halt Geld, was wir eventuell verlieren, wenn der Server abbraucht. Und deswegen machen wir uns einfach einen gemütlichen, fliegen jetzt hier rüber, laden unser Schiff in der nächsten Folge einfach voll mit Stuff. Wenn wir einmal so Metallschrott quasi finden sollten jetzt in der nächsten Viertelstunde, dann haben wir eine Stunde lang sozusagen diesen Metallschrott zum Abbauen und das sind dann gute 140.000 oder sowas. Habe ich nämlich vorgestern gerade gemacht. Das würde sich, also mit meinem Main-Account, einfach nur, um auch die Vulture ein bisschen anzufliegen und anzutesten, weil ich mir sie ja kaufen möchte und auch werde. Denn ich habe ein CCU, Warbond, Upgrade bekommen von einem Zuschauer. Vielen, vielen Dank nochmal in einem Livestream. Und der geht von der Cutlass Red zur Vulture. Weil die Vulture hat ja damals mal, als sie im Konzept war, nur 140 gekostet und dieses Ding hatte er noch und hat er mir zukommen lassen. Sehr, 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 sehr vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr sowas rumfliegen habt, ne, also ihr könnt, schreibt mich einfach an. Können wir gerne drüber reden. Ich nehme euch sowas gerne ab, wenn ihr das loswerden wollt, dann sehr, sehr gerne. Nee, aber das hat sich so gut angeboten und dadurch habe ich jetzt halt einfach, oder werde ich, weil ich mache das erst morgen, also am allerletzten Tag der Invictus. Da werde ich dann meine Upgrades alle fahren, weil ich habe eine Menge CCUs mir besorgt und eine Menge Warbonds und Warbond Ersparnisse, Rabatte dann quasi. Und ja, da werde ich das Ganze, so gut es geht, morgen mit Upgrades machen und ich glaube, da mache ich auch ein Video. Ja, ich glaube, da mache ich auch ein Video zu. Ihr werdet das dann schon gesehen haben, wenn diese Folge hier online kommt. Ja, ich
Ich wollte gerade sagen, das stimmt ja gar nicht, aber doch, weil ich habe ja jetzt schon wieder, mit der Folge hier sind wir ja schon 3 Folgen quasi, also ich habe ja jetzt diese Woche hier dann quasi schon aufgenommen, ja. Mit der Folge ist diese Woche hier schon aufgenommen und mit der nächsten Folge ist dann, bin ich dann wieder im Lot, wisst ihr? Weil ich habe ja immer gesagt, ich mache die Woche plus ich will immer einen zusätzlich haben, falls ich montags nicht aufnehmen kann. Und das werde ich ja dann, das kann ich jetzt quasi dann, das ist dann alles wieder drin. Ja, ich dachte gerade, ich wäre komplett schief und krumm, aber nein, das ist tatsächlich dann, das ist dann jetzt alles wieder gegeben und das ist auch gut so, weil ich hatte jetzt, ich guck mal, ich flieg direkt in die Richtung. Ich hatte jetzt lange genug schon voraufgenommen natürlich, musste ich ja. Ich musste ja schon voraufnehmen wegen Invictus und weil ich eben jetzt die ganze Zeit nicht aufnehmen konnte. Und ich muss einmal ganz kurz das hier machen, einmal ganz kurz hochladen lassen, dass das Geräusch weg ist. Und ja, deswegen ist das ganz gut, dass ich jetzt wieder dann im Lot damit bin. Dann bin ich immer genau eine Woche vor euch. In Anführungszeichen bin ich dann immer genau eine Woche vor euch. Aber das ist richtig und wichtig, denn man muss leider... Hier ist nichts. Doch, da unten. Man muss leider voraufnehmen. Wenn man so ein Projekt hier macht, muss man voraufnehmen, weil es kann immer was dazwischen kommen. Und es kann ja auch mal sein, dass wir in Urlaub gehen oder sonst irgendwas. Und dann muss ich halt wahrscheinlich so 6 Folgen schon voraufnehmen. Und das ist dann halt einfach so. Und wenn ich mir so ein bisschen Zeit vordefinieren kann, dann ist das auch ganz gut, weil ja wirklich jeden Tag Content hier auf meinem Kanal kommt. Und das ist eine Menge Arbeit. Ich möchte das einfach nur nochmal gesagt haben. Also dafür, dass ich das wirklich jetzt jeden Tag machen will und so, das ist eine Menge Arbeit, jeden Tag um 18 Uhr ein Video für Star Citizen zu machen. Und deswegen ist es umso besser, dass ich dieses Projekt hier habe, weil ohne das Projekt wäre das nicht möglich. Das kann ich euch sagen. Ohne dieses Projekt wäre das Ganze definitiv absolut null möglich, weil ich mit diesem Projekt hier halt einfach die Möglichkeit habe, die wundervolle Möglichkeit habe, dass ich ja, drei Aufnahmen halt habe oder 3 Videos pro Woche habe, die einfach her gestrickt sind, als eben sowas wie ein Mission Briefing oder als sowas wie Inside Star Citizen Reaction oder. Und deswegen ist das schon ganz gut, dass wir hier dieses Projekt haben. Das ist schon sehr, sehr gut. Bin ich auch wirklich froh drum. Noch ein Stein. Ich fliege jetzt einfach ein bisschen rum. Vielleicht finden wir irgendwo so Platten. Ja, in den nächsten 10 Minuten, ansonsten nehme ich halt eine Quest an. Ja, die Platten wären halt unglaublich gut. Ich weiß, ich könnte hier auch scannen. Ich könnte immer gucken, okay, 1700 ist nichts und so. Aber ich habe da keine Lust drauf. Ich fliege einfach immer zu den einzelnen Punkten. Weil ich hatte es auch schon, dass die Dinger hier quasi gar nicht angezeigt wurden vorher. Und dann nur angezeigt wurden, als ich quasi dran vorbeigeflogen bin. So wie jetzt hier das zum Beispiel. Das hier habe ich vorher auch nicht. Seht ihr? Hier ist es schon. Hier sind schon welche. Das habe ich nämlich vorher auch nicht auf dem Schirm jetzt gehabt. Aber das sind leider nur 3 Platten. Nee, hier sind 5. Was? Ja, doch. Das hier sieht doch gut aus. Ich würde sagen, damit beende ich jetzt hier diese Folge. Und in der nächsten Folge bauen wir das Ganze ab und gucken mal wirklich, was wir in einer Stunde Savaging so in unsere Kiste reinbekommen und wie viel Geld wir dann machen. Also, vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt aber wirklich, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und Dankeschön, dass ihr hier zuguckt. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.